Man kann mit 14-Jährigen inzwischen über Anlaufverhalten reden, die stellen Fragen. Das wäre vor 10 Jahren in einer Profimannschaft nicht möglich gewesen. Und da ist es wichtig, sich als Trainer mitzuentwickeln. Wenn ich denke, als ich mit dem SKN aufgestiegen bin und dann kurz in Altach war, da durften meine Spieler damals, die Profis waren, gestandene Profis waren, unter Anführungszeichen weniger als jetzt die jungen Spieler. Jetzt gibt es nur mehr den Rahmen und darin können sie sich bewegen. Aber dieser Austausch ist ja auch nicht nur in die Richtung, dass die Spieler jetzt mitreden können, sondern wenn du ihnen zuhörst und sie ernst nimmst, dann gibst du ihnen ja auch Verantwortung. Und wir wollen ja Spieler, die im Spielfeld Verantwortung übernehmen, die nicht starr noch Schema F ihre Läufe, ihre Spielmuster vortragen, sondern die kreativ sind, die Lösungen suchen. Und das sind Spieler natürlich Gold wert, die sich damit beschäftigen, wie man spielt, wie die Position zu interpretieren ist und so weiter.